Ich begrüße dich ganz herzlich zurück zur nächsten Folge von Rescue Headquarters auf meinem Kanal. Ja, im Hardcore-Modus natürlich, immer noch. Selbstverständlich. Und ja, wir sind nach der zweiten Folge hier stehen geblieben. Ich habe dann auch eine Aufnahmepause gemacht. Heute bin ich etwas müde, weil es eigentlich auch eine Zeit ist, wo ich keine Folge aufnehme. Mitten am Tag nämlich. So. Und ich habe auch ein bisschen Zeitdruck. Aber das passt schon so. Gut, der Auftrag wurde gerade abgeschlossen. Es darf mal sein zwischendurch. So. Ein Verdächtiger ist angekommen. So. Ich kann jetzt auch schon auf euer erstes Feedback eingehen. Und wir haben da einen generellen super Tipp eingesammelt. Und zwar, wir haben ja hier diese Durchgänge. Und es lohnt sich ja nicht hier, wenn man die jetzt einfach als Flur macht. Deshalb war da der Tipp, dass wir da dann Versorgungsraum machen und Schränke an der Seite hinstellen. Dasselbe könnte man auch hier machen. Hier steht aber noch nicht fest, ob der Gang da so bleibt. Und dann weiteren Stellen natürlich. Das wäre so das Ziel da. So, jetzt stelle ich mal die Zeit ein bisschen höher. Wenn da schon nichts passiert, muss man ja schon schauen. So. Wir haben hier unten auch ein Fahrzeug bereits. Die Fußball-Weltmeisterschaft beginnt in wenigen Tagen. Vorsicht vor Gewalt auf den Straßen, wenn sich die Fans beim Spiel treffen. Ja, da brauchen wir wieder mal Schutzausrüstung. Wir haben ja jetzt schon 4 Stück. Und zum Glück einen genug großen Versorgungsraum für einmal, dass wir da auch gut dastehen. Wir haben mit der Medizin begonnen in der letzten Folge hier. Und zwar habe ich da Medizin gebaut. Und es wäre eigentlich auch an der Zeit, dass wir da mal die ersten Dinge uns holen. So, wo haben wir denn hier? Sollte vielleicht mal so machen. Behandlungsraum. Gesperrt. Polizeistation einrichten. Muss ich da zuerst ein Fahrzeug platzieren? Nee, ist auch noch gesperrt. Na dann, weiß ich auch nicht, was da noch fehlt. Dass wir das schaffen. Also entweder haben wir wirklich etwas noch nicht abgeschlossen oder... Ja, wir haben da einen leichten Bug. Aber ich nehme an, wir haben irgendwas noch nicht gemacht. So, die sind aber leicht für uns. Ja, dann würden wir vielleicht die Medizin hier hinten hinstellen. Und da drüben, wo wir mehr Fläche haben, vielleicht Polizei. Weil die Polizei braucht ja nicht so... Ja, wenn man die Gänge hier noch dazu nimmt, sollte das eigentlich passen. Mit einem Büro hier in der Mitte. Medizin hier. Plus hier oben irgendwo noch so... Ja, Toiletten, Küche, Entspannungsraum, alles Mögliche. Das eher so in der Mitte, damit... das von allen erreichbar ist. Gut, man kann sagen, hier ist die Mitte. Und auch da wäre es so gesehen am gleichmittig. Aber dann hätten wir hier Platz für die Feuerwehr. So gesehen. So, der Finanzbericht ist jetzt fast im Positiven. Das sieht gut aus. Ja, jetzt ist er im Positiven. Sehr gut. Die nächste Schicht beginnt. Und ich weiß gar nicht, wo ich expandieren soll, ehrlich gesagt. Oh, wir haben 600 voll. Hätte man da mal aufgepasst, oder? Das reicht mir aber trotzdem nicht hier. Ja, das Verfolgungsfahrzeug. Da war noch was. Ich denke mir, hol mir mal das. Weil das war ja auch noch so eine Sache, die wir so langsam mal gebraucht hätten. So, und jetzt sind wir hier natürlich wieder in Alarmbereitschaft. Aber, ja. Das geht schon. Das wird. So, steht auch schon... kann eingesetzt werden. ...90%. Außer ich nehme das mit der Leiter. Dann habe ich aber keinen Tank. Ich müsste beide nehmen, damit es aufgeht. Komm, nehmen wir halt beide. Das ist einfacher. Und hier... eher den da. Ah ne, das sind Polizisten. Habe ich gar nicht gemerkt. So,
Geht aber trotzdem so auf und 105% bereits. Dann lassen wir das Brechwerkzeug lieber zu Hause, sonst geht es noch kaputt. So. Kann ich den Schließfächer bauen eigentlich? Nur so, weil es mich Wunder nimmt. Nee, auch gesperrt. Aber das Game hilft dir da auch gar nicht. Polizeistation einrichten. Ja. Oh, den kann ich noch freischalten. Das TLF 3000. Ist natürlich nur die Frage, ob wir das noch brauchen. Weil das 4000er hat einen großen Wassertank. Und Feuerlöscher. Da ist natürlich das TLF 3000 eigentlich schon nicht mehr der Optimalfall dagegen, wenn ich da ehrlich bin. Aber irgendetwas müssen wir noch machen, damit die Polizeistation eingerichtet ist. Ja, demnach wahrscheinlich schon im Bürokomplex muss noch was hin. So, hier braucht es jetzt Feuerlöscher, da habe ich die da. Dann klappt das ganz gut. Ja, leider klappt es mit den Fahrzeugen nicht so. So sind wir bei 93%. Ja, das ist das Maximum, was ich da erreichen kann. Und hier haben wir 3 Leute. So, wo beginnen wir da? Wo beginnt man da? Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, wir machen hier. Hier würden wir mal die neue Schlafzimmer-Ecke hinbauen. Da so. Müsste, glaube ich, passen. Und ich würde da... Ich würde gleich die Doppelbetten freischalten, auch wenn sich das kaum lohnt. So. Ja, geht wieder... Geht bestens auf, aber ich kann es hier noch wenden. So. Ich brauche nur einen Durchgang. Und ich mache da... Ja, wenn hier Versorgung ist, geht es ja hier weiter. Und dann machen wir doch da einen Versorgungsdurchgang. So, etwa da. Da wird es dann weitergehen. Und hier zum Beispiel mit einer Türe rein. So, damit da die Ausrufezeichen weggehen. Ob das noch ein bisschen breiter ist, sehen wir dann noch. Auf jeden Fall bin ich dann in der Lage, den da abzureißen. So. Und wir können da gleich mal zeigen, es ist ja Hardcore und wir müssen schauen, dass wir hier Platz haben. Und dann passt eben das hier schön hin. Dann ist eine Breite des Gangs versperrt mit den Schränken und die andere ist, ja, belaufbar. Wenn es sich da nicht um den Hauptgang handelt, wo alle rein und raus gehen, geht das, glaube ich, schon auf. Das klappt gar nicht mal so schlimm. So. Ein Einsatz ist noch unterwegs. Es passiert eher wenig gerade. Die Verhandlung beginnt gleich. Stellen Sie sicher, dass Sie die erforderlichen Ressourcen haben. SWAT-Ausrüstung. Haben wir denn jetzt SWAT-Ausrüstung geholt? Das ist eine interessante Frage. So, wo ist denn die? Wo ist die Waffe? Waffenkammer? Ah, da. 500 brauchen wir dafür. Ja, hätte ich mal überlegt. Ich habe jetzt natürlich nur die von dem Auto da. Mehr nicht. Aber ja, vielleicht holen wir das noch rein. Irgendwie. So, 65. 95, der Tank fehlt uns. Aha. Ja, komm, den lass jetzt so zu Hause. Weitere Bewerber. Das läuft soweit gut da. Ja, vielleicht können wir die erst in der zweiten Woche aufbauen. Ich weiß nicht. Das
muss fast so sein. So, Brechwerkzeug hat es beschädigt. Schicht ist zu Ende. Ja, ihr seht, hier ist der Hauptgang. Da sollte vielleicht nichts versperrt sein, weil da laufen so viele durch. Aber der Rest, der passt eigentlich. So, jetzt haben wir hier schön die Ecke. Und dann würde ich doch daneben einen Entspannungsbereich machen. Weil der hat hier schon noch Platz. So, jetzt kommt da der Mafia-Boss-Auftrag. Ja gut, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Ja, das war ja... Das war ja gut. Außer es kommen jetzt noch andere Aufträge genau mit demselben. Dann wird es eher kritisch. So, Entspannungsbereich. Erstmal hier. So, und weil ich noch nicht weiß, wie es da später aussieht, mache ich das einfach so. Und dann... Es kostet alles 200. Na komm. So. Das muss reichen. Das muss so aufgehen. Gut. Dann haben wir auch einen Entspannungsbereich bereits. Und davor vielleicht dann die Toiletten und die Küche. Der Trainingsraum, der kann ja eher hier oben sein oder da bleiben, besser gesagt. Da können wir ja noch schauen. Sie haben sich die Unterstützung des Rathauses gesichert. Herzlichen Glückwunsch. Sie haben eine enorme Finanzierung für unsere Bemühungen zur Verfügung gestellt. Nach Abzug meiner Beratungskosten kann ich noch fast die Hälfte davon an Sie weitergeben. Aha, meine Beratungskosten. Sehr schön. Lassen Sie uns ein paar einfache medizinische Stationen bauen. Auf diese Weise werden die Patienten nicht in ein Krankenhaus weitergeleitet, sondern wir erhalten das Versicherungsgeld. Ja, ist doch schön für uns, endlich. Aber das Spiel sagt dir nicht, dass du das erst dann bekommst. Das ist schon interessant. Da fühlt man sich schon ein bisschen eingeschränkt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, jetzt ist es soweit. Wir können da medizinisches Personal holen. Als allererstes schalten wir uns mal das frei da. Und versuchen das irgendwie hier reinzustellen. Ja, hier zum Beispiel Platz, weil das so eine blöde Ecke ist. So. Das wäre schon mal das. Wir haben 4 Leute bekommen bereits. Einer kann gleich da arbeiten. Dann haben wir im Behandlungsraum, können wir uns die Diagnosestation freischalten. Wir haben ja bereits hier einen schönen Platz gemacht, wo wir das erstmal deponieren. Da habe ich ja schon mal im Voraus gedacht. So, ich brauche nochmals ein 3er-Auto. Oder soll ich so eins mitnehmen? Dann haben wir 100%. Und der da. Ja, 3 Leute plus eine Weste gibt auch 100%. Sehr gut. Da kommen schon die nächsten. Okay, ja, da wird es schon schwerer. Hat man das Gefühl. Weil hier bin ich bei 40% und dann brauche ich da 2 Leute. Ja, 70%. Das sieht schon mal nicht gut aus da. Hier kann ich den Einsatzwagen nehmen. Und da fehlt uns die Massenkontrolle. Also auch etwas. So, jetzt schauen wir mal schnell wegen den Schließfächern. Die muss ich mir zuerst freischalten. Da nehmen wir besser mal die. Die sind for free gerade. Und wir haben ja so viel Platz hier. Es kommt einem gerade so vor, wie wenn man hier unendlich Platz hat. Es wird aber nicht auf Dauer so bleiben, glaube ich. Weil da fehlt noch einiges. So. So, und jetzt ein Krankenwagen fehlt da noch. Den kann ich mir auch holen. So. Dahin. Medizinisches Labor fehlt.
So, die sind zurückgekehrt. Ja, jetzt habe ich wieder mehr Leute. So, 95%. Eine Schutzausrüstung ist beschädigt. Das machen wir gleich. Okay, also was fehlt? Das Krankenwagen Standardfahrzeug kommt. 300 Ansehen ist auch unterwegs. Verbrennungseinheit und medizinisches Labor. Das ist die Verbrennungseinheit, die braucht 200. Medizinschrank ist gesperrt. Das Labor braucht ebenfalls 200. Okay, dauert also nicht mehr lange. So, hier kann ich wieder das nehmen oder das. Komme ich auf selbe. Und ja, für da habe ich anscheinend keine Leute. Wir müssen Leute einstellen. In der Tat. So, das ist der erste Einsatz, den ich leider ja, fremd einkaufen muss hier. Oder ist es der erste? Weiß gar nicht. Ja, einer ist fehlgeschlagen und einer haben wir Hilfe angefordert. Die Crew bildet sich ja gerade aus. Das heißt, es wird besser werden in Zukunft. Ist es aber noch nicht aktuell. Es wird erst. So, der Entspannungsraum wird richtig genutzt, wie man sieht. Und wir haben noch die Möglichkeit, ja, eigentlich reicht so ein Zweierdurchgang, hier die Toilette hinzubauen. So, Bad. Da ist ja noch der Spiegel, den man auch freischalten kann. So, platziere ich das mal so. Dann bauen wir hier eine Wand rein. Und jetzt sparen wir uns das mal zusammen. Und zwar, hier habe ich ja fast nichts. Dann ist da hinten die Toilettenabteilung. So, will er nicht. Wenn er es nicht genau sieht. So, den da. Denn jeder kostet 1000, das ist doch... Wir spielen hier auf Hardcore, wir müssen damit umgehen. Und so. Eines fehlt da noch. Gut, damit es da schön aussieht. Dann nehme ich die Duschen. Mache ich sonst gleich hier an die hintere Wand. So, der Grund, dass ich es da wegnehme, ist einfach, dass wir da ein bisschen mehr Platz haben. Weil aktuell sind die Gebäude recht verteilt bei uns. Und das ist nicht so schön. So. Und jetzt müsste eigentlich hier eine Mauer hin. Ich denke, fürs Erste reicht das auch. Wir können das hier wegmachen. So. Und dann kann ich hier das schön so an die Wand machen. Ein paar Waschbecken und dann können wir uns noch gleich den Spiegel holen. Dann warten wir einfach beim nächsten wieder ein bisschen länger. 3 und 2. So. Kann gebaut werden. Und dieser Raum kann weg. Wenn sie sich rausbewegt haben. So. Tschüss. Gut. Denn das Büro platzt zum Beispiel schon wieder hier. Auch wenn ich da gedacht habe, wir könnten es aufteilen wieder mal. Aber es sind auch einfach solche Dinge, die da offen sind. So. Jetzt würde ich da die Medizin-Herstellung holen. Die stellen wir mal wieder hier oben hin. Und sobald die gebaut ist, können wir hier noch den Medizinschrank aufbauen. Ah, jetzt schon. So. Gleich daneben. Gut. Ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich hoffe, du bist auch da wieder dabei. Und bis dahin, einen schönen Tag. Und tschüss.